Und in dem Moment werde ich immer wach und denke so, boah, ich hab Hunger. Und das verstehe ich an diesem Traum nicht, wisst ihr? Und deswegen bin ich mal zu meiner besten Freundin Brittany gegangen, mit der ich bei Kunde einkaufen war. Und hab der von dem Traum erzählt, hat sie gesagt, pass auf, Cindy-Lane, mach dir keinen Kopf, ich kenne da ihn, der ist Traumdeuter. Der hat mir letzte Woche rotes Bad gekachelt. Zu dem gehst du mal hin. Ich so, gut, alle klar. Ich hier Prenzlauer Berg, 6. Stock, Seitenflügel, Hinterhof. Nach 2 Stunden war ich oben. Steh dann vor der Tür, ist da unten so ein Klingelschild, steht drauf, Karl Shivaranga Sarotzke. Musical-Darsteller, Nachhilfelehrer für Mathematik und Chemie. Polizist, Traumdeuter, Fliesenleger. Hab ich gedacht, gut, bist du richtig. Ich geklingelt, dann macht er mir die Tür auf. Als ich den gesehen habe, das erste, was ich gedacht habe, im Moment, oh, ich hab Hunger auf Nudeln. Der hatte voll so die Macaroni am Kopf, in Öl. Das nächste, was mir entgegenschlug, war so eine Geruchswolke aus abgekochten Kasslerknochen mit Grünkohl, versetzt mit ein bisschen Ingwer, Patchouli und Zitronenmelisse. Und ich so, schönen guten Tag, mein Name ist Frau Cindy, ich habe ein Problem. Und er so, ja, ich kann es sehen, ich kann es sehen. Und er so, boah, der kann mein Problem sehen, ist ja geil. Ich sage, na gut. Ich renn in die Kasslerstube, hat er mich reingebeten, da wollte er jetzt erst meine Aura fotografieren. Hab ich gedacht, schöne Scheiße, die habe ich gar nicht dabei. Hätte mir Brittany auch mal sagen können, dass ich die mitnehmen muss. Da wollte der mir als nächstes, wollte er mir so eine Ohrenkerze ins Ohr stecken, würde angeblich von innen reinigen. Ich sah, so machst du keine Kerzenständer wie andere Leute auch. Außerdem, wenn ich von innen reinigen möchte, fresse ich eine Packung Mancherie. Wegen der Kirschen natürlich. Und ich so, pass mal auf, so Rotzki, ich hab echt ein Problem. Und er so, ja, ich kann es sehen, ich kann es sehen. Du bist sehr, sehr einsam. Oh. Ich so, ja. Und? Und er so, das ist kein Problem, denn ich habe die Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, die zusammengehören. Das Ganze kostet nur 673,90 €. Und ich so, gut, die 90 Cent habe ich dabei. Ich sah, den Rest kann ich dir in Pfandflaschen vorbeibringen und ich sah, fang mal an. Dann nimmt er seine Kasslerknochen, zerbröselt die so im Aschenbecher, zündet die an und dann ging es los. Melissende. Ich sah, Sarotzke, was machst du da? Und er so, die Knochen haben gesprochen. Und ich so, ja, ich hab Berne gehört, die reden wohl auch nicht mit jedem. Ich sag, jetzt mach mal hin, ich hab gleich noch einen Solarentermin. Und er so wieder, listen. Ich sag, Sarotzke. Und er so plötzlich, Peter Schmidt. Und ich so, nein, Frau Cindy. Und er so, nein, dein zukünftiger Prinz heißt Peter Schmidt. Und ich so, boah, was für ein beschissener Name, ey. Ich sag, kannst du mal fragen, ob Peter Schmidt noch Single ist? Und er so wieder, Melissa. Ich sag, Sarotzke. Und er so, ja, Peter Schmidt ist noch Single. Ich sag, kannst du, wenn du dabei bist, schon mal fragen, ob Schmidt mit DT oder mit T geschrieben wird? Und er so wieder, Melissa. Ich sag, Sarotzke, mir reicht's jetzt, was machst du da? Und er so, ich rede mit den Wesen. Hat's mir gereicht. Hab ihn genommen, hab mir in seine Tischdecke eingewickelt, hab ihm seine Kasslerknochen in die Fresse geschoben, hab ihm seine Ohrenkerze da angesteckt, da war nur noch eine Arschfackel, hab sie angezündet und bin nach Hause gerannt. Gut, gerannt bin ich nicht, aber mit der S-Bahn gefahren. Und währenddessen habt ihr so eine S-Bahn eigentlich in Chemnitz? Ja, aber habt ihr eigentlich auch so Musiker, die in der Bahn immer irgendwas rumdiedeln? So was habt ihr nicht, oder? Habt ihr überhaupt was in Chemnitz? Aber eine Straße habt ihr schon, oder? In Berlin ist es immer so, dass du, sobald du irgendwo in der S-Bahn sitzt, kommt einer rein mit irgendeinem Musikinstrument, macht Krachen, geht dir auf den Sack. Ich saß gerade da, hab über Peter Schmidt nachgedacht, kommt einer rein, fängt an, hab ich erstmal umgeschlagen. Ich konnte mich nicht auf Peter Schmidt konzentrieren. Gut, dann hab ich gesehen, dass es Michael Hirte war und ja, was soll ich denn machen? Ich hab den nicht erkannt. Ich hab ihm dann auch seine Mundharmonika wieder aus dem Hals genommen und dann war gut.
Ich dann weitergefahren und währenddessen ich so nach Hause gefahren bin, habe ich überlegt, was machst du eigentlich, wenn es Peter Schmidt, deinen Traumprinzen, wirklich gibt? Vielleicht ist er heute Abend hier. Haben wir Licht? Haben wir einen Peter Schmidt heute Abend hier, der mich kennenlernen möchte, mein Traumprinz ist? Peter Schmidt? Thomas Schmidt? Thorsten Schmidt? Thorsten Schulze? Petra Schmidt? Wisst ihr, immer wenn ich bei mir abends zu Hause ganz alleine auf meinem Balkon sitze und die Sonne geht unter,